Aber sie wird mit schönen Klängen werden sie begleitet. Und zwar kommt dort Alphornvereinigung Pilatus. Alphornvereinigung Pilatus. Ich habe gelesen, dass ein Ehrenmitglied von ihnen sogar die Alphörner selber baut. Wo hört man sie sonst spielen? Man hört sie tatsächlich viel auf dem Pilatus. Also das war natürlich gern gesehen, wenn ausländische Touristen, vor allem aus dem asiatischen Raum, und haben wir sehr viele Touristen, wenn sie auf den Berg kommen mit der Bahn, meistens sind Stöckli schon der Flipflops, das einmal eine Randbemerkung. Und ob da oben stehen dann die Alphornbläser, das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man die Alphorn hört und die Bergwelt sieht rundherum und der Pilatus, man sieht auf den Vierwaldstättensee, aber man sieht hinten aber ins Obwalder ist, das ist, ich sage immer, der perfekte Soundtrack für unsere in der Schweizer Bergwelt. Und ich glaube, wir kommen jetzt gerade noch in den Genuss von einem Stück. Das wäre schön. Es sind etwa 25 Aktivmitglieder. Wir haben auch Frauen gesehen. Es sind Frauen und Männer dabei. Und sie proben, wenn das Wetter zulässt, tatsächlich unter freiem Himmel bei der Bahnstation Mattenhof zu Kreuz am Pilatus. Ein notloses Alphornstück. Sensationell.